Hallöchen, liebe Leute. Ich habe jetzt was auf Spanisch gedreht. Also ich habe mir gedacht, ich mache es auch gleich auf Deutsch. Man sollte Acht geben vor falschen Propheten. Weil es kommen schlechte Zeiten auf uns. Und nicht jeder Penner mit langem Haar und langem Bart ist vielleicht Jesus oder ein Messias. Man wird nicht erleuchtet, wenn man sich nicht rasiert oder die Haare schneiden tut. Man bekommt nur Läuse, Flöhe und alles mögliche Ungeziefer. Man muss ja bedenken, dass Jesus in seiner Zeit, der war auch hat einen kurzen Haarschnitt gehabt und war auch rasiert. Weil damals war das Mode. Und das Einzige, was man mit einem langen Bart und mit einem langen Haaren bekommt, ist, dass man sich irgendwie sein hässliches Gesicht irgendwie tarnt. Falls man eines hat. Dass man sich ein Bart wachsen und man sieht gar nicht, was man eine hässliche Fresse hat. Ich habe einen Kumpel gehabt, der war stundenlang vor dem Spiegel und hat auch lange Haare und einen langen Bart gehabt, ein Künstler. Der dachte, er wäre die Reinkarnation von Jesus. Und einmal, wir waren am Meer, hat er ein hübsches Mädel kennengelernt. Die war in der Klosterschule bis dahin. Und die dachte wirklich, es wäre Jesus. Ihr Vater kam an und hat dem Volltrottel die Füße gewaschen. Wie die Jünger dem Jesus. Wir haben uns kaputt gelacht und haben gedacht, okay, wer ist da mehr verrückt? Der Mann, der das tut, oder der Bekannte, der sich das gefallen lässt? Wieso soll er sagen, ich bin kein Jesus, wenn der ihm noch solche Gefallen tut? Und natürlich, er hat zwei Kinder gezeugt und hat alle mitbekommen haben, dass es ein Penner ist und nicht Jesus, haben die sich schon scheiden gelassen. Aber er hat jahrelang die Leute in die Irre geführt, eine Frau versaut. Und es kommt hier öfters vor. Und es kommt auch vor, dass Leute, dass sich irgendwie Schafe einbilden, Wölfe zu Schafe einbilden, Löwen zu sein, weil die Wölfe schon lange nicht mehr da waren. Da denken die auch, die wären gefährlich, wie zum Beispiel jetzt ein Spatz. Es gibt eine Geschichte, da sagt ein Spatz zum Regenwurm: Ey, du Giftschlange. Und die Schlange sagt zum Spatzen: Ey, du Falke, du. Also die bilden sich ein, die waren irgendwelche Helden, sind es aber nicht. Und wenn wirklich irgendwie Lebewesen, die Raubtiere sind, wenn die so gehalten werden, also nicht artgerecht, wenn man jetzt irgendwie einen Greifvogel nicht die Beute reißen lässt oder ein Raubtier nicht irgendwie was heißt, zerfleischen lässt, dann kommt es zu Autodestruktion. Zum Beispiel Steinmarder. Wenn die zahm gemacht werden, die werden abgerichtet, dass sie nicht aggressiv sind und die drehen dann durch, weil sie von Natur nicht ausleben können. Und die beißen sich selber den Schwanz ab. Und so ist es auch mit Leuten. Man muss das sein, was man ist, und fertig. Leute werden auch manipuliert, vor allem jetzt in so schweren Zeiten. Und dann werden die dann in den Tod geschickt, wie zum Beispiel die polnische Kavallerie. Man hat denen gelogen. Die deutschen Panzer waren aus Pappe und die haben gedacht, die können die mit den Säbeln kaputt schnippeln und dann in den Tod geritten. Wie war es denn mit der Wunderwaffe? Okay, wir hatten auch QAnon vor einigen Jahren. Wir hatten da QAnon, der wird alles regeln. Dann haben wir noch im Zweiten Weltkrieg die Wunderwaffen, die werden uns den Endsieg verschaffen. Dazu kam es aber nicht. Die Kroaten sind nach Bleiburg. Mussten sich dort ergeben. Wir dachten, die Alpenfestung wird errichtet, wurde die aber nicht. Und auch die ganzen Japaner.
die ganzen Massenmorde bei den Japanern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hatten einen Personenkult und der große Führer hat dann kapituliert. Er hat kapituliert. Wieso haben sich dann die Leute selber den Bauch aufgeschlitzt? Hätte der Kaiser selber machen müssen, aus Schande. Und nicht die Leute, nicht die Soldaten. Und schaut mal, der Hitler. Der Hitler ist abgehauen nach Argentinien. Und die Hitlerjugend, die kleinen Kinder, sind dann alle verreckt in Berlin. Gab es ein Stadion, sind zigtausend wurden dann von Russen ermordet, erschossen, also im Kampf. Die haben sich für den Hitler geopfert, der abgehauen ist. Und dann abgeschlachtet. Unser Faschistenführer Pavelitsch, der hat auch bei Bad Bleiburg, hat er sich eine Zivil angezogen und ist dann auch nach Argentinien geflüchtet. Aber das geschieht nicht jetzt nur, sondern die ganze Zeit lang. Es gab da auch die Kinderkreuzzüge im Mittelalter. Irgendwo ein Dorftrottel hat sich eingebildet, er hätte den Jesus gesehen. Oder Jesus hätte ihm im Traum gesprochen, vielleicht war es auch eine Halluzination, vielleicht war er ein Schizophreniker. Und dann sind die Kinder mit ihm mitgezogen über Alpen. Viele sind gestorben. Manche haben in den Kinderkreuzzügen, ich glaube es waren 8, die aufgezeichnet sind. Aber sicher gab es viel mehr. Dann sind ans Meer und dann wurden die von den Seefahrern als Sklaven an die Araber in Nordafrika verkauft. Und das ist man bekommt dann die Möglichkeit, dass man irgendwie wie bei den Zeugen Jehovas. Also man geht in eine Sekte oder so in eine Gruppe rein, bekommt dann eine Chance, dass man selber zum irgendwie Prediger wird. Und viele tun das auch dann irgendwie ausnutzen. Ich weiß, in Konitz 1994, dann wurden die Leichen von muslimischen Kämpfern ausgegraben. Das war über der Stadt Konitz, also auf dem Berg. Die wurden, also waren alles Jünglinge, die wurden von den Mujahedins wurden überzeugt, keine Kugel könnte ihnen was antun, wenn sie sich blau anfärben und nur mit Messern bewaffnet unsere kroatischen Dörfer abschlachten. In den Dörfern waren nur alte Leute, haben die leicht gepackt, hoch an den Berg, oben waren die Chetniks, also die Serben hinter uns. Und da haben die Serben uns geholfen und haben dann die muslimischen Kämpfer kaputt geschossen. Und vielleicht ein halbes Jahr danach kamen die Verwandten und haben dann ihre Toten ausgegraben, um die dann zu Hause in den muslimischen Friedhöfen zu bestatten. Ich war gerade dabei. Die sind auseinandergefallen, die Leichen, die sahen dann aus wie Frischkäse, hat gestunken wie die Sau. Und da war auch die Umprofor aus Malaysia. Also die Leute wurden verarscht von den muslimischen Predigern. Und sollte man sich irgendwie in Acht nehmen. Und da gibt es auch bei solchen Predigern, also bei falschen Propheten, gibt es auch dauernd kommen subliminale Nachrichten vor. Die tun das Outfit von einem schon vorhandenen Klischee übernehmen und benutzen dann Wörter wie zum Beispiel im Gottes Namen, Gott behüte, durch den Willen Gottes. Die benutzen solche Trigger. Also die tun dann die Leute damit leichter manipulieren. Wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas ist es dann Wachturm und Erwachet. Ist auch voller Propaganda. Viele tun auch ihren Ton heben. Und das ist eine falsche Überpotenz. Die denken, wenn die jemanden nicht zu Wort kommen lassen oder wenn die lauter sind, dann sind die halt mächtiger. Aber das muss nicht sein. Wenn es darum geht, jemanden nicht zu Wort kommen zu lassen, dann kann ich auch
zwei Tage lang reden und lass mich nicht zu Worte kommen. Oder fang auch an zu schreien. Ich habe es nicht nötig. Und das Ganze ist ja am schlimmsten, wenn dann zu einer Sache kommt, wie zum Beispiel in 90er Jahren. Da gab es die schwarzen Taschen. Schwarze Taschen sind Pseudonym über Taschen mit Geld, mit Gold. Haben die Leute im Ausland, also die Kroaten, die Moslems, die Serben, die haben Geld gesammelt für den Krieg. Und die haben alles gegeben, was sie konnten. Und die Sachen wurden geklaut. Wurden auch Diamanten übergeben, die wurden auch geklaut. Es gibt ein Video von Izetbegovic, also von Bosnien. Da sagt die Frau von Izetbegovic, jemanden machte eine Tasche voll mit Gold für meinen Bekir, also für den Sohn. Die haben alles sich selbst genommen. Der Ex, ich glaube, das war der letzte Präsident von Jugoslawien, später auch Präsident von Kroatien, Mesic, ein linker Hund. Der linke Hund hatte Nazi-Lieder, Ustascha-Lieder in Australien, in Kanada gesungen, nur damit die Ustaschas, also die Rechten im Exil, seine Taschen vollfüllen mit Geld. Das ist Tatsache. Das ist passiert. Und es ist nicht so sehr schändlich oder schädlich, wenn solche Lügenbolde das einsammeln, was sie nicht verdient haben. Es ist viel schlimmer, dass die Leute, die dann was geben, nachher niemand mehr glauben. Die geben dann keinem mehr was, weil die vorher betrogen wurden. Und es gibt die Quellen, siegeln dann zu. Und nur wegen dem kleinen Nutzen einer Person, eines Lügners, eines falschen Propheten, geht alles dann zum Teufel. Und das tötet auch die Hoffnung in den Menschen, dass es irgendwie besser wird. Wir hatten jetzt auch ein schlechtes Beispiel hier in Kroatien. Ich habe dem Kerl geholfen, Marco, der wurde festgenommen. Hat auch jetzt, vorher war es ein, Kommunist im Kommunismus. Nachher in den 90er Jahren war er der größte Katholik. Und nun ist er der größte Moslem. Ist also zum Moslem übergewandert. Und zudem können nur Moslems hingehen, also waren ein bisschen im Knast, um dann Geld einzusammeln. Und jetzt wird auch überhäuft mit Geld, weil Leute denen helfen wollen. Und er nimmt Geld von allen an, also und lässt nur Moslems zu sich, weil ihm das Geld der Christen, stinkt ihm nicht. Ihm stinkt auch nicht die Hilfe der Christen. Weil wir ja für ihn weniger wert sind und wir, die Ungläubigen, müssen der solchen ja helfen und wir müssten auch Schutzgeld denen zahlen. Also das haben wir früher, glaube ich, Haraj genannt bei den Moslems. Dass andere Leute, die andere Konfession hatten, also einen anderen Glauben, die mussten den Moslems Steuern zahlen, um den eigenen Glauben weiter behalten zu können. Und da sind wir sind ja die Schuldigen und weniger die anderen, weil wir es dann zulassen. Also ich kann es denen nicht übel nehmen, wenn jemand sowas macht, wenn ich das zulasse. Wenn ich ihm dann Geld gebe, dann gebe ich denen gar nichts, dann bekommt er nichts und fertig. Und dann muss man auch Leuten das Bescheid geben, dass sie sich nicht über den Arm nehmen lassen. Und man kann solche Leute nach deren Taten am besten erkennen. Es geht nur um die Effizienz solcher Leute. Nicht die Effizienz für sich selber, für die, sondern für die anderen, für uns. Welchen Nutzen hat der Kerl? Ist der Nutzen positiv oder negativ? Also nicht für ihn, sondern für uns. Die solchen Leuten irgendwie helfen
oder denen irgendwie was geben. Und oft lügen solche Leute nicht, sondern sagen die Wahrheit. Zum Beispiel der Tudjman, der Jude, der hat auch gesagt, wir haben Kroatien. Also er und seine Juden und Ex-Kommunisten hat Kroatien nicht wie das Volk. Oder wenn jemand euch eine Versicherung andrehen will und er sagt, wir wollen nur ihr Bestes, er lügt nicht. Er will euer Bestes, er will euer Geld. Dann sagt er die Wahrheit. Und jetzt, wie erkenne ich einen falschen Propheten? Also der falsche Prophet ist meistens eine Kopie des schon bestehenden Klischees. Also er ist auch von sich selbst, er selbst ist kein Original, kein Unikat. Denn ein richtiger Prophet, er wird zum Brand. Er übernimmt keine Brands, weil er selber eins ist. Und das ist, glaube ich, auch das, wo man die am leichtesten erkennen kann, wenn jemand irgendwie jemand nachmacht, in den Mohammed, in den Jesus, wer will noch immer. Und wenn du ein Nichts bist, ein Nichts und ein Niemand, kannst du leichter jemand werden oder etwas, wenn dann die Brands übernimmst und das eine falsche Identität übernimmst. Also wie Hochstapler. Da gab es zum Beispiel einen Fall mit Johnny Weissmüller, der hat ja in Tarzan gespielt. Und als er verarmt war im Altersheim, da hat er auch rumgeschrien wie Tarzan im Dschungel. Er wollte wieder Tarzan werden, also eine Person, die nie so existiert hat. Weil die ganzen Filme, die wurden nicht in Afrika gedreht, die wurden bei den Paramount Studios gedreht. Also in den Hallen. Wir hatten jetzt hier einen Mann bei den Protesten, der wurde festgenommen, weil er dachte, wahrscheinlich, er wäre ein lebender Mensch, er wäre keine Person. Er wollte nicht mit der Polizei kommunizieren und wollte nichts sagen. Ich frage mich, wo ist der Kerl geblieben nach 6 Monaten oder auch mehr, was mit ihm passiert? Ist er immer noch in der Klapsmühle oder haben die ihn freigelassen? Und daher auch mein Tipp, leider lasst euch nicht verarschen von irgendwas, dass die Polizei euch nichts machen kann. In der Bibel steht ja auch, dem Kaiser, dem das, was dem Kaiser ist. Also die Steuern. Keiner ist aus dem System raus, oder kann es sein. Ihr braucht Strom, ihr braucht Nahrung aus dem Geschäft. Und der Knüppel in der Hand und der Finger am Abzug des Laufes, welcher auf dich gerichtet ist, bringe ich wieder zurück in die Realität. Und das ist dann die Realität. Man konnte nicht früher im Faschismus oder im Kommunismus einfach nur sagen, ich bin ein lebendiger Mensch, ich gehöre nicht zu euch, ich mache mein eigenes Ding. Da wurdest du entweder gleich erschossen oder kamst ins KZ oder bei der DDR irgendwo ins Umerziehungslager. Das ist alles Schwachsinn und Leute wird das eingeredet. Mir wurde jetzt gestern ein Video zugeschickt, da werden Leute von der Polizei angehalten. Der Polizist fragt ihn was und der Mann sagt, ich beantworte keine Fragen. Und da geht der Polizist weg und wie ein Hund, der seinen Schwanz einzieht. Das ist Schwachsinn. Das ist gestellt. Sag das mal jemanden im richtigen Leben, einem Polizisten. Du tust dem keine Fragen beantworten. Dann ruft er erstmal eine Verstärkung. Und dann werde ich mal. Da bist du mindestens einen Tag im Knast. Und kommst in eine Anzeige. Wenn du Glück hast. Und zum Glück haben wir noch so ein System, wo man nicht gleich erschossen wird, wie irgendwie im Zweiten Weltkrieg. Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja. Und dann waren die ganzen Leuten, die irgendwie so einen komischen Fanatismus betreiben,
Religionsfanatismus. Das Ganze gibt denen irgendwie eine falsche Hoffnung und bekommen dann irgendwie eine Perzeption, die nicht real ist. Und die bekommen auch ein besseres Bild von sich selber in der Gesellschaft, weil der ganze Fanatismus ihn in sich selbst einen Wert erhebt. Die denken, jetzt bin ich mehr wert als die anderen, weil ich bin ja Gottes Sohn oder ich gehöre zum Gottes Volk an. Wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Die Smarten, die denken, die wären das einzige Gottes Volk. Die anderen wird der Jahwe alle ermorden. Sie selber würden nicht morden, aber sie hoffen, der liebe Gott macht das so schnell wie möglich für sie, damit die anderen Menschen weg sind. Also das ist ein falscher Pazifismus. Aber die Leute, die wollen belogen werden und wollen eine falsche Hoffnung bekommen, weil sie irgendwie in der Hoffnung eine Rettung bringt von anderen und irgendwie eine Übermacht, denken die dann irgendwie übermächtig. Und die bekommen, und man belügt ja auch, wie zum Beispiel die Juden, die würden ein paar tausend Sklaven bekommen von den Leuten, die dann ungläubig sind, nur wenn die das machen, was denen die Religion sagt. Und den Leuten ist es am wichtigsten, ist es denen angenehm. Ich habe hier meinen Kanal, also mein Kanal und meine, ist mein Gesetz, hier ist mein Gesetz. Also wenn jemand Scheiße oder Bemerkungen hier posten tut, die irgendwie beleidigend sind, dann tue ich das gleich wegmachen. Aber ich muss auch sagen, es gibt eine Zensur des Operators, also YouTube, der es auch so macht, dass ich auch nicht weiß, was alles zensuriert wurde und Leute schreiben da irgendwie einen Kommentar und ich sehe es auch nicht. Vor fast einem Jahr, ihr kennt vielleicht die Geschichte mit Natko und Marco, hat keiner den Mumm gehabt, als beide verhaftet wurden, eine Gruppe auf Facebook zu eröffnen, um denen dann zu helfen. Und ich habe die Gruppe organisiert, also gemacht auf dem Facebook. Und die hieß Hilfe der unschuldig Festgenommenen Natko Marko. Und dann haben die Leute sich zu mir gemeldet, ich soll noch Administratoren dazuschalten. Als ich die Leute zugeschaltet habe, da ist kaum eine halbe Stunde vergangen. Die haben sofort, ohne mich zu fragen, den Namen der Gruppe geändert. Das ist unglaublich. Den Namen geändert in mit Matko und Natko zum Endsieg. Also bei mir hieß es, also Hilfe für die unschuldig Infiltrierten. Und dann plötzlich machen die so eine Aufschrift zum Endsieg mit jemandem, der Hilfe braucht. Hallo. Da wurden die Leute auch verarscht. Die dachten, okay, die helfen uns, die beiden. Und haben deshalb irgendwie Spenden gegeben, wie auch immer. Und jetzt, wo der Marko freigelassen wurde und er sagt, man kann mit ihm nur kontaktieren, wenn man zum Islam konvertiert, dann habe ich Gewissensbisse, überhaupt sowas gemacht zu haben. Und deshalb, jetzt nachdem ich das jetzt gefilmt habe, werde ich meine ganzen Aktivitäten löschen. Also ich werde nicht mehr Administrator sein, ich werde damit nichts zu tun haben, weil der Kerl tut schon seit einem Monat lang, tut er die Islamisation lobbyieren und keiner von den anderen Administratoren in der Gruppe hat den Namen geändert. Also immer noch heißt es Minatko und Marko zum Endsieg. Und wie? Durch die Moslems. Also, das ist unglaublich, was die Leute hier für Schisser sind und sich das nicht trauen. Und ich mache jetzt hier mal ein Beispiel.
ich will mit den Feinden meines Volkes nichts zu tun haben, weil es ist alles Hochverrat, Hochverrat an allen unseren Ahnen, die hier die Türken aufgehalten haben in 5 Jahren Krieg. Wenn ich jetzt zum Beispiel kommentieren würde zum Islam, dabei ist doch das größte Arschloch in meiner ganzen Familienlinie. Das will ich nicht sein. Wie gesagt, was hier vor sich geht, das glaubt mir eigentlich keiner in Deutschland, weil die Leute, weil welcher Trottel würde jetzt hier die Islamisation in Kroatien irgendwie lobbyieren? Da musst du wirklich von allen guten Geistern verlassen sein. Nun gut, das wäre nur das Erste. Auf jeden Fall, die Sekte des Islam hat hier nichts zu suchen in Kroatien. Und es ist auch unverzeihlich, solchen Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten, die das offen zugeben. Man könnte mit denen nur irgendwie zusammenarbeiten, wenn man Moslem wird. Aber natürlich Geld und Hilfe, das nehmen die natürlich gerne an. Also wie gesagt, lasst euch auch nicht verarschen. Nun habt ihr vielleicht, hoffe ich, einige gute Tipps bekommen, wie man falsche Propheten erkennt. Und ich gehe mal mit dem Rad ein bisschen rum, zu drauf, gehe mal ins Kino, mache mir einen schönen Tag. Aber zuvor tue ich meine ganzen Kontakte zu den Möchtegern-Moslems löschen.